Vielen Dank, Anna. Vielen Dank auch an die Freunde von Studer Reimann für die Einladung. Also, was ich hier vorstellen werde, ist eine Losung mit Elias. Wir sind auch Elias Partner, wir gehören zu der Elias Community. Und wir haben eine so Open Source und Low Cost Lösung für Augmented Reality gefunden. Wir arbeiten hauptsächlich auf die Maschinenbauindustrie. Unser Fokus ist unsere Kunden, die Kosten von einem Crash, von einem Stopp, von einer Maschine zu reduzieren. So als Statistik in Rahmenpackaging, ein Tag Stopp für zum Beispiel eine Wasserflaschenproduktionslinie kostet $100,000 pro Tag. In der Automobilindustrie, diese Kosten sind auch mal 10 vergrößert. Wir sind in die Millionenrahmen. So die Kosten mit korrekter Training und korrekter Ausbildung zu reduzieren, ist praktisch unser Ziel. Wir arbeiten zusammen mit den Elias Community seit 2003. Und wir haben auf die Entwicklung kooperiert, um die Multimedia-Funktionalität zu verbessern. Heutzutage ist sicher Elias eine der LMS-Plattformen, die besser mit Video arbeitet. Und hier seht ihr unsere Mitarbeiter bei einer Verfilmung für eine Maschine. So, Elias Open Source. Wir haben unsere Schwesterfirma OC arbeitet nur in Content. Hier sind eine von unseren Kunden. Einige sind auch in der Schweiz berühmt, ich glaube wie Technogym oder Generali. Und hier sind die Endkunden. Die Endkunden gehören zu der größten weltweit Unternehmen in Lebensmittel oder Verpackung. Alle diese Firmen nutzen regelmäßig Training, die wir entwickelt haben. In das ganze anglosachsen Welt ist natürlich das Turnover von Menschen viel schneller. Coca-Cola-Fabriken in Mexiko oder Südamerika, die Mitarbeiter auf der Produktionslinie, die wechseln sich jede 6 Monate. So natürlich die Firma, die baut die Maschine, braucht ein Grundtraining, das immer zur Verfügung steht. In diesem Punkt haben wir gearbeitet, um eine neue Augmented Reality Funktionalität zu entwickeln. Warum? Weil es gibt seit einige Jahre neue Device wie die Smart Glasses oder viel bessere Smartphones oder Tablets, die zusammen mit den Technikern in der Nähe von der Maschine gehen können. Früher haben wir praktisch nur auf Büro-PC gearbeitet oder auf der PC, der steht in der Maschine. Jede Maschine ist normalerweise PC kontrolliert. Diese Maschinen sind Windows gesteuert normalerweise, aber nicht mit Internet verbunden. Elias hat aber eine sehr gute Export-Capability. Normalerweise schon seit einigen Jahren, wir exportieren die Trainings inklusive Videos und Multimedia auf HTML und die laufen regelmäßig auf die Maschinen auch remote, ohne Verbindung zu Internet. Für die Augmented Reality Capability haben wir das XML Export Capability benutzt. So praktisch, wir können Kurse auf XML exportieren. Zusammen mit ein bisschen italienischer Kreativität, wie immer. Wir haben gesponsert die Funktion, die Möglichkeit von Subtitles in Elias bearbeitet. Elias ist heutzutage der einzige LMS-Plattform, die
die Möglichkeit gibt, Multimedia-Inhalte, so Video mit multilingualer Subtitles-Struktur. So, ich kann für jedes Video, jedes einzelne Database-Element verschiedene Subtitles steuern und das geht alles automatisch. So ein User, ein Benutzer, der einloggt mit seiner Sprache, Italienisch oder Chinesisch oder wer weiß, kriegt automatisch die Subtitles auf seine Sprache, so sehr interessant. Ich entschuldige für mein Deutsch, aber es geht nur langsam. Okay, so wie können wir Augmented Reality Inhalte kreieren? Praktisch, wir nutzen genau diese Funktion von Subtitling. Sie sehen hier ein Beispiel von einem Techniker, der sieht praktisch in Transparenz die Subtitles von meinen Multimedia-Inhalte als Einführung für die verschiedene Aufgabe, die der machen muss. So praktisch der Techniker, der muss irgendwas tun auf eine Maschine oder auf eine Server-Rack, kriegt die Instruction mit Text. Das im Vergleich mit der traditionellen Augmented Reality Inhaltekreation ist natürlich viel, viel günstiger. Wir arbeiten selber mit Meta.io. Meta.io ist eine amerikanische Firma, die Augmented Reality Inhaltekreation Software anbietet, hat eine europäische Niederlassung in München. Wir haben das experimentiert für Maschinenbausektor und für jedes Objekt, die wir identifizieren müssen, sag mal, wir müssen eine oder zwei Stunden arbeiten. So, wenn Sie denken auf eine Maschine oder auf einen Plant, insgesamt mit einigen Hunderte von Objekten, dann das bedeutet 2.000 zu 3.000 Arbeitsstunden. Wenn man in eine Verpackungsfirma geht und sagt mal, okay, für dieses Training, du musst mir 100.000 Euro geben. Sie sagen, okay, ciao, bye bye, nächstes Mal. So, unsere Entscheidung war, mit Low-Cost-Content arbeiten, das heißt Video und Text. So, das ist heutzutage möglich, auch die Objekte automatisch zu erkennen, so wirklich viel Science-Fiction-orientiert Augmented Reality tun, aber das ist viel zu teuer. Unsere App funktioniert auf Android und nutzt diese XML-Export von Elias automatisch und auf drei Wege. Praktisch der Techniker sieht die Untertitel transparent in seiner Realität, so kriegt diese Instruction hands-free. Natürlich, ich muss die Inhalte entsprechend kreieren. So, diese Subtitles müssen auch für, sag mal, selbstständige Text existieren, nicht nur als Übersetzung für einen Video. Der Techniker kann sowieso das Video sehen. Die Videoprozedur, wenn der nicht nur mit Text arbeiten kann, kann Video starten und automatisch die App nimmt das entsprechende Video, das zusammenhängt mit diesen Subtitles. Oder immer über Open Source, wir haben entwickelt diese Remote Assistance Funktionalität. Das ist ein Videoanruf, der funktioniert ganz normal mit Android-Device, entweder mit der Kamera vom Smartphone oder mit der Kamera von der Smart Glasses. Über eine Firma, die heißt Curento, die haben eine Videoübertragung Open Source Software über WebRTC-Protokoll entwickelt in einer spanischen Universität. Das haben wir benutzt, um diese Remote Assistance Funktionalität zu addieren in unserer App. So praktisch, Elias Export, XML, Inhalte automatisch benutzt für Text und Video und Call extra, immer mit über Open Source Entwicklung. Noch eine Application, das ist ganz wichtig für
Maschinenbausektor. Warum? Immer öfter, das kann auch unser Freund Alberto bestätigen, immer öfter die Firmen, die im Maschinenbau arbeiten, müssen ganz viele Messe tun. Es gibt nicht mehr nur die Hauptmesse wie Interpark in Düsseldorf einmal jede 4 Jahre. Sonst es gibt ganz viele Messen, insbesondere in Entwicklungsländern. Ganz viel von dem Vertrieb von neuen Maschinen läuft in Richtung Asien und so weiter. So, es gibt nicht nur die Messen, aber auch Trainingmöglichkeiten. Und ich kann natürlich nicht die Trainingtour mit der Präsenz von der Maschine. Ich muss die Training virtuell laufen lassen. So, das Problem ist, die normale Video, die im Full HD aufgenommen sind, sind nicht gut genug, um eine gesamte Sicht, eine gesamte View von einer Maschine zu kriegen. Deswegen haben wir eine App entwickelt, die immer die Video von Elias Database nimmt, aber die kann die programmieren auf ein 4K, 4K Ultra HD Hintergrund spielen. So praktisch der Trainer selber auf ein Android Tablet kann programmieren ein Show, wo der nimmt das Hintergrund von einer 4K Datei und die Details von technischer Training aus Elias Database. Und das kreiert wieder eine virtuelle Realität, weil diese Projektion mit Ultra HD Hintergrund und Full HD Detail kann sehr gut auf Video-Wall oder große Schirme funktionieren. Und das ist eine Funktionalität sehr gut für Vertriebstraining, so Sales Marketing auf Messen oder Open Days, Kongresse und so weiter, aber auch für technische Training ohne die Maschine dabei. Das ist ein Beispiel von unserer App, wo man bearbeitet die Video-Wall-Struktur. Und dann für jede Detail, ich kann natürlich die Informationen auf Elias holen. Und das ist noch ein interessanter Punkt, den wir entwickeln im Moment. Praktisch mit mehreren Schirmen machen wir nicht nur Video-Wall-Struktur, sonst auch Low-Cost-Holography. Praktisch, ich habe auch Video dabei, wenn ihr sehen wollt. Es gibt ein altes Theatertrick, der heißt Pepper Ghost. Dieser Pepper Ghost Trick ermöglicht mit Projektionen dreidimensionale Objekte zu simulieren. In dem Punkt ohne Laser. So, das ist eine Holographie ohne Laser. Ich kann auch auf diese falsche Bühne, auf diese virtuelle Bühne ein Objekt wie ein Stück Mechanik zeigen und dann virtuell zum Beispiel kleine Details oder Texte, ich kann dieses Objekt irgendwie eine Funktionalität simulieren. Das ist wirklich interessant. Hier ist ein Beispiel mit Fiat Panda, weil wir haben das Prototyp für Fiat entwickelt und das hat gut funktioniert. Das ist praktisch von Elias Video, was man sieht in den Produktionen. Das ist diese 4-mal-Simulation mit den gleichen Videos. Das ist unser Algorithmus, der kreiert diese Projektion, diese Low-Cost-Holography. Okay, so was wir praktisch tun, was ist unser Prozess? Am Endeffekt, wir arbeiten mit Experten, die arbeiten in Instandhaltungsprozeduren oder Benutzung von Maschinen oder Spezifikationen. Wir empfehlen, welche Medien, welche Contents, aber auch welche Device. In den letzten Jahren, wir haben wirklich mit der Firmen zusammengearbeitet und einer der Punkte war, wo ich will meine Training sehen, nicht pflichtig auf PC. Kann sein auf der PC der Maschine oder auf Smartphones nur oder auf Smart Glass. So heutzutage die Trends sind Holograms, 4K und Wearables.
Wirbus ist jetzt da, weiß nicht warum, aber okay. Das geht auch in der gleichen Richtung mit Internet of Things. Wir haben schon Kunden, die uns fragen, ey, aber wenn ich ein Android-Device habe, kann ich Sensoren nutzen auf die Maschinen, Sensoren platzieren, sodass der Techniker sich bewegt und in der Nähe von der Maschine in einen bestimmten Punkt geht. Die Maschine sagt über einen iBeacon-Sensor, hey, du bist hier. Und wenn du dieses Alarm siehst, das bedeutet, dass du musst das und das und das tun. Das ist natürlich heutzutage technisch möglich. Es gibt schon Firmen, die iBeacons auf ein sicheres Niveau bauen in Deutschland, so mit IP-Grad. Noch haben wir noch keinen Kunden. Bitte, Alberto, du kannst entscheiden, Sensoren zu nutzen. Aber das ist auch ein Trend. Internet of Things zusammen mit Multimedia. Okay, das war's. Wenn es gibt Fragen, gerne.